Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange hier auf Onkel TV. Ja, weiter geht's. Im letzten Part war ja. Manu. Im letzten Part war ja viel Lesestoff. Also, ich habe erstmal alles gelesen, was wir an Mann haben, wollte ich sagen. Ich gucke immer noch in die Kamera, obwohl die Kamera nicht an ist. Naja, okay, wir werden uns jetzt mal ein bisschen umschauen. Machen erstmal hier, der Drucker. Der Drucker, den wollen wir uns doch mal ansehen, natürlich. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Okay. Ein Poster. Das gucken wir uns mal an. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Pop Wine. Is Crunch dead? Nein. Crunch lebt, Alter. Mann, Mann, Mann. Popwine. Ist Crunch tot? Mit den neuen Werken von Mark Jefferson. 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Crunch ist doch nicht tot, Mann. Lang lebe Nirvana. Ja. So, was haben wir denn hier? That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, kann man damit was machen? Nein. Okay, das hier ist ich, also ist wir. Und das ist hier diese komische Eingebildete, aber wer ist denn dann dieser? Wahrscheinlich der hier. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, werden wir im Laufe des Spiels bestimmt mal sehen oder kennenlernen. Die Fotoausrüstung. Carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Ich habe keine Ahnung, was die meint, was die möchte, was genau. Ja, sie uns damit sagen möchte. Ich kenne mich mit Fotoapparaten und Stativen und sowas überhaupt nicht aus. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Lesen. Synapse, dunkle Schönheit von Mark Jefferson. Film versus digital. Wer gewinnt? Naja, das ist immer so eine Frage. Es kommt auf den Geschmack an. Ja. Jo, gucken wir uns das mal an. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Die ist so schön aufgeregt, wenn die die Sachen sieht. Das finde ich toll. Finde ich toll, wenn sich jemand für irgendwas begeistert. Das finde ich toll. Auch wenn mich manche Sachen nicht interessieren, aber manche Sachen finde ich echt toll, wenn die Leute sich so begeistern und dann. Es gibt ja so viele Leute, die mich dann ansprechen und quatschen über irgendwas, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Finde ich toll. Finde ich toll. Soll jeder sein Hobby haben. Even her schoolbooks are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Ja. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Ja, macht man eigentlich nicht, ne? Aber nur, wenn sie so blitzert ist. Okay. She'll have better equipment than Blackwell. 5299 lesen. Produkt GALT 64S, genau wie man es von einer neuen Greenlit erwartet, ist das GALT 64S vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ, inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. Für nur $5,299. Leck mich am Arsch, ich will die nicht. So. Was haben wir denn hier? Ein Computer. Computer kenne ich mich aus. Computer kenne ich mich aus. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Okay, benutzen wir mal. Den Computer benutzen like wir mal. Was already working on this. Cool. Was? Neo Wow. Neon Wow. Mhm. Die hat da ein Bild bearbeitet. Schön. Mhm.
Hallo Kate. Hallo Kate. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Ich glaube, ich werde die mal. Ich glaube, ich werde die immer. Ich werde. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Hey Kate, wir lieben dein Porno-Video. Blackwell Academy. Die Alte, die müsste mal so richtig mal. Naja. Die hat ein Porno-Video? Warte mal. Nein. Okay. Sprechen wir mal mit der kleinen Dame. Hi Kate. Oh. Hi Max. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Du bist heute so still. Warum hat sie denn... Also mich würde schon interessieren, warum die so... Aber ich finde jetzt den Zusammenhang nicht so ganz, warum ich sie blamiert hätte. You seem quiet today. Just thinking too much. Victoria hat bereits gewonnen. Willst du auch einen Tee? I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Hm. Die schaut ja nicht, kann man... Let's talk later, Max. Okay. Wenn sie nicht möchte, dann lassen wir das. Was haben wir denn hier? Eine Markierung. Ansehen. Hm. This might make a cool shot. Okay, machen wir mal ein Foto von, ne? Ja, machen wir mal ein Foto. Und sind das jetzt diese Fotos, die... Hä? Was ist das? Warum sind die jetzt hier überall? Rachel und Amber Forever. Sind das jetzt alles so... Silhouetten von den Fotos, die man machen kann, oder was? Hm, okay. Na gut, bis jetzt ist ja noch nicht so viel passiert. Lass uns irgendwie Bücher. Ziehen wir die mal an. So cool, that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Abaddon among the masters. Golly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Hm. Du wirst noch viel lernen, Kleine. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ich glaube ganz einfach, dass er was in dir sieht, Kleine. Bist du ein Held des Alltags? Finde es heraus. Nimm teil. Fotowettbewerb Helden des Alltags. Reiche ein Bild ein, das dich oder andere bei historischen Taten zeigt. Aufgabenfrist 9. Oktober 2013. Der Gewinner fliegt nach San Francisco und repräsentiert seine Schule im nationalen Helden des Alltags-Wettbewerb in der Galerie Zeitgeist am 11. Oktober 2013. Du kannst ein Foto auf zugelassenem Papier zur Bewertung einreichen. Zuhörerbewertung einreichen. Für diejenigen unter 18 wird eine Genehmigung der Eltern zusammen mit einem Foto benötigt. Okay, was reiche ein Bild ein, das dich oder andere bei historischen Taten zeigt? Hm, okay. Könnte vielleicht noch, ich habe keine Ahnung. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. This bad boy. Mhm. Okay, Fotos. Ansehen, natürlich. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ja, ne? Jo, wieder was ansehen, der Leuchtturm. You can never escape the lighthouse here. Den Leuchtturm, das ist der, der uns natürlich bekannt war von dem Sturm, den wir im Traum hatten. Wir standen dort links an der Klippe. Klippe. Oh, eine Kamera. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera.
I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Ja. So, jetzt haben wir hier natürlich die Olle. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie bescheuert ist. So. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Keine Ahnung. Das ist doch gut, oder? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich? Ich hatte keine Zeit. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ich sag ja, da sieht was in uns. Was er an dieser blöden... Ich kann nicht zuschlagen. In dem Spiel darf man nicht schlagen. In dieser blöden F-Rau. Eben. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying $100. Welcome to the real world. Just cute? Hot. Then I might send you a special picture. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant pen. Life is Strange, Episode 1. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. There's Taylor, always waiting for Victoria. American girls, I'd like to. Oh yeah. Oh, die mit der Tür gegen Letz. Oh, das Lied ist schön. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Vermisstenanzeige. These missing persons posters are popping up everywhere. Vermisst, verschwunden aus Arcadia Bay, vermisst seit Montag, dem 22. April 2013, sonstiges. Alter 19 Jahre, Größe 1,65, 50 Kilo blond. Und die Augen sind haselnussbraun. Tattoos eines Drache auf der Wade und ein Stern eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber, 19 Jahre. Wenden Sie sich mit Informationen bitte an Sheriff von Arcadia Bay, 555-388-6020. Okay. Also hier geht es auch ein bisschen um vermisste Mädchen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es hier noch gibt. Geht. In dem Spiel, wir werden sehen. Respect, Classroom, be nice, do your work, listen to speaker, lounge room, don't throw food, pick up after yourself, respect your daddy. Nee, ich will das ansehen. I shouldn't be so stingy with my blood. Spende Blut. Die Blackwell Academy braucht frisches Blut. Nimm an unserer Halloween-Spendeaktion am 31. Oktober 2013 teil. Das beste Kostüm gewinnt einen Preis. 9 Uhr bis 16 Uhr. Blackwell Sporthalle. Schön.
Ich könnte jetzt einfach nur hier stehen bleiben, Augen zu machen und einfach nur diesem Lied zuzuhören. Irgendwie total schön. Was haben wir denn hier? Wissenschaftssaal. Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Das war mein Klassenraum. Dann haben wir dann hier Evan. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Elijah. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Elisa. Elisa Schließfach. I hate having everybody see inside my locker. Tja. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Okay. Ein Poster. Ja, gibt yes, viel. This poster must stop bullies dead in their tracks. Da bin ich mir ganz sicher, dass das wirklich das Mobbing verhindert. Don't smoke if you care. Don't what? Pollute their air. Mhm. We all deserve clean lungs. Lungs. So, wen haben wir denn hier? Den Justin. Mein Gott. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Du kannst dich doch gut Namen merken. Dana is on my floor too. She's such an archetypal gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Okay, das ist schön. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Okay. Finde ich aber cool, dass man hier so viel so entdecken kann. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Aber, ach nö, hier wird der Dicke wieder. Alter, lass ihn in Ruhe. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. I hate bully jockstraps like Logan. Auntie's a Vortex Club member. Sowas habe ich auch immer in der Schule gehasst. Naja. Ich hasse sowas, wenn irgendwelche Leute, die nicht so sind wie andere, die ein bisschen anders aussehen oder sonst irgendwas, von irgendwelchen blöden Idioten gemobbt werden, die denken, die sind was Besseres, du Vollidiot, ich würde dich am liebsten totschlagen. Naja. Okay, ansehen. Ein Vermisstenposter. Ist das jetzt dasselbe wie drüben? Okay. Vermisst, verschwunden aus Acadia Bay. Vermisst seit Montag, dem 22. April 2013, 19 Jahre, 1,65. Ist doch dieselbe, oder? Ja, das ist dieselbe. Mein Gott, gibt's hier viel. Anschlagblatt. Ne, gucken wir mal. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Okay. Belohnung: am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Ich brauche das Zeug wirklich für die Schule und auf dem Tablet waren viele persönliche Fotos meiner verstorbenen Katzen. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Infos hast oder gestehen möchtest, weißt du, wer ich bin und wo du mich findest. Word up, Blackwell Party Jam Auswahl am 5. Oktober um 15.15 Uhr in der Bücherei. Zum Verkauf PC-Laptop voll ausgestattet, $600. Oder bestes Angebot, Kontakt mindy@blackwellacademy.ed. Was ist denn das für eine Endung? ED? Vielleicht, ich weiß es nicht. Gibt's die Endung echt ED? Ich weiß es nicht. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Rettet Acadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Küste Oregons verändert. Fische und Fauna eingeschlossen.
Dies hat die Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt und auch in Arcadia Bay. Erhebe die Stimme gegen Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht im Stich. Okay. Böse Welt. Und hier steht wieder die vermissten Anzeige. Ja, wollte ich auch gern wissen, was mit ihr ist. Gun-Free Zone. Hä? Good thing I left my AK at home. Gut, ich meine, okay. Oh, Dekoration. Kann man hier. Achso. Dekoration. Oh. Oh, ein Skelett. Mein Gott, hier gibt's wirklich viel, aber wir gucken uns alles an. Wir ziehen das knallhart durch, ja. They should just call it a sugar machine. Okay. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Ja, wäre einfacher, ne? Boah. Aber wir werden jetzt hier diesen. Wir werden jetzt noch diesen Raum zu Ende angucken. Wird's wieder ein längerer Part, das ist völlig egal. Büro des Direktors. Principal doesn't come out of his office much. Ja, wieder, was ist das denn? Miss Grant is a great science teacher. Hier schon wieder die vermissten Anzeige. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters. So sad. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Hier ist eine Karte. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Okay, vielleicht sollte man sich das auch irgendwie merken, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber hier ist der Ausgang. Da sind wir also hier in der Lobby. Wir stehen jetzt also hier beim Admin SSL Storage. Wir müssen ja sowieso darüber auf die Toilette müssen wir. Du wolltest ja jetzt unbedingt hin. Musste mal kacken gehen. Wen haben wir denn hier? Haben wir hier wieder ein Poster für diese Halloween-Party. Yay, du klingst ja euphorisch. Mein Herr. There's the lighthouse again. Wieder dieser Leuchtturm, stimmt. Immer dieser Leuchtturm. Der spielt bestimmt noch eine große Rolle in dem Spiel, denke ich mal, hoffe ich mal. Ansonsten irre ich mich jetzt gerade mal. No war, peace and love. Don't text and drive. Join Chess Team. Gun Free Zone, aha. Und was steht dahinter? Wie ist das? Alter, geh mal weg, ich will das Poster lesen, Digga. So. Okay. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Ja, so weit ich halt. Ne? Sowas gibt's halt, ne? There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Na? Man kann halt nicht immer alle in einen Sack stecken und mit dem Knüppel draufhauen, ne? Oh, I can hardly wait. Never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Der Vortex Club. Bald. Vermisstenposter, ja? Die sagt immer was anderes. Deswegen gucken wir einfach mal. Looks like she's been gone for months. Nö, das sagt sie immer dasselbe. Okay, wir haben hier das, die Männertoilette. Da wollen wir natürlich nicht hin. Kann man hier auch rennen? Ah, man kann ein bisschen schneller laufen. Hier ist die Toilette, da wollen wir dann später hin. Wir gucken uns erstmal wunderschön. Sagt die jetzt immer dasselbe? Ich guck nochmal. Ich glaube, ne? Das ist jetzt. Join the Chess Club. Nerd Alert. This poster has Warren written all over it. Wen haben wir denn hier? Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Mann, müssen die alle Vortex Club hassen? Oder die muss den Vortex Club hassen? Oh, guck mal, der Hausmeister. Wie schön. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Ja, genau. Wisch mal meinen Fuß weg. So, was haben wir denn hier? Lesen wir mal.
Der beste Sänger Oregons sucht nach dem besten Gitarrist aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse The Ramones, The Shins, The Beatles, The Ramones. Hä? The Ramones und The Ramones? The White... Ist das nicht das Gleiche? Ja, okay. The White Stripes, The Ramones, The Smiths, The Who, The Rimmer, ja, The Style, Consolidate, und Lady Gaga, okay. Kontaktieren Sie Steve Hacke, 555-846-9129. Kein Anruf vor 16 Uhr oder nach 18.35 Uhr an Wochentagen. Traurig, einsam, deprimiert, bete mit Gleichaltrigen. Bibelkreis, Sonntagmittag in der Arcadia Bay Bücherei. Alle Religionen willkommen. Sei fröhlich. Schwimme wie ein Otter. Erfahrener pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion trainiert dich persönlich, bis du durchs Wasser gleitest und deinen inneren Otter findest. Für Details kontaktiere Michael Brenji, Walter Lockett at arcadiabay.wet. Tablet so gut wie neu zu verkaufen. Enthält 50 Katzenfull. Guck mal, die Drecksau, die verkauft das Ding. Oder der. Und hält 5 GB Katzenfotos. Hahaha. Also das würde ich jetzt gerne rausfinden, wer das Also das ist, ne? Ja, hat so ein bisschen Zusammenhang, ne? Der hat eine kleine Drecksau, verkauft das Ding. Man sollte da hingehen und das mal kaufen wollen und den dann, ja, das abnehmen. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Football. Das ist doch. Ist das auch Football oder ist das normal Fußball? Nee, das ist Football. Sieht man hinten an diesem komischen Tor, was da steht. Viele schöne Basecaps und wieder eine Trophäe. Black Wolf sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Okay. Ja, wie du es vermisst wurde. Sagst du da wieder was anderes, oder? Nee, ich sag da immer dasselbe. Okay, das brauchen wir nicht nochmal anzugucken. Ja, liebe Freunde, wir haben jetzt hier diesen Gang auch durchgeschaut. Das ist halt, nee, das gehört halt dazu, auch sich die Dinge mal anzuschauen. Und dann würde ich jetzt sagen, ach, diese Musik ist so schön. Aber dass sie jetzt immer wieder abspielt, ist auch wieder doof. Wo war denn jetzt das Klo? Da ist das Klo. Die Toilette. Und da würde ich nämlich sagen, bevor wir jetzt hier die Toilette reingehen, beende ich hier diesen Part und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Und ja, ich werde da mal nicht rangehen, nicht, dass ich jetzt die Aufnahme stoppe und dann aus Versehen reingehe oder so. Mir alles schon passiert. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann, ja, bis dahin. Tschüss. Und ich winke wieder in die Kamera. So ein Quatsch. Tschüss.